Hallo und herzlich willkommen zu Rising World, meine Lieben. Ja, das Spiel erfriert und ich bin hier in einem Schneegebiet rausgekommen und ich habe keinen Plan. Ich muss erst mal sehen, dass ich hier irgendwie wegkomme. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Game in 2014 gekauft. Da war es noch im Early Access. Und ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und da konnte man so gut wie gar nichts machen. Ne, da konnte man ein bisschen rumlaufen und jetzt hast du keine Stamina mehr. Das ist ganz toll. Und wir frieren uns den Frack kaputt. Ja, in den ganzen Jahren dann immer mal wieder reingeguckt und auch da konnte man noch nicht so viel machen. Jetzt ist es wohl einigermaßen fertig, das Game. Und ja, ich lasse mich überraschen. Also, ich sage immer zu Rising World, das ist Minecraft für Erwachsene. Na, also so viel steht fest, weil das ist halt eben auch hier mit Klötzchenbau und hast du nicht gesehen, aber einfach 1000% realistischer. Das ist einfach so. Habe ich irgendwie eine Map oder so? Keine Ahnung. Ich weiß überhaupt gar nichts. Ich weiß, kenne die Steuerung nicht. Ich muss mich echt erstmal zurechtfinden. Aber wir laufen mal hier weiter. Ich muss mal gucken. Inventar vielleicht. Ah ja, wir haben blaue Haare. Rechte Maustaste zum Drehen. Wir haben nicht wirklich viel an. Wir haben hier nur eine Axt in der Hand. Eine Feuerstelle. Brauche ich 9-mal Stein und ein Baumstammstück. Oh, gut, dann wollen wir erstmal gucken. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Damit wo. Ach, guck mal, da kommt grün. Ich glaube, wir gehen erstmal dahin, bevor wir irgendwas anderes machen. Und. Ja, nö, erstmal Lugi-Lugi machen. Ich muss mich erstmal orientieren. Und dann sehen wir weiter. So, junger Mann, jetzt erstmal raus. Wird's besser? Dem wird's ganz schön unten in den Frack reinziehen. Der kriegt ein kaltes Baby. So, wartet mal. Ich muss erstmal gucken hier. Das kann ich nehmen. Das kann ich wie nehmen? Das kann ich wie nehmen? Er friert immer noch. Wie nehme ich denn das? Jetzt, wir machen das mal J auf. Dieses Buch ist Eigentum von... Ja, von mir. Erste Schritte. Willkommen in einer neuen Welt. Du wirst feststellen, dass du bereits eine Steinaxt als Grundausrüstung im Inventar hast. Mhm. Zunächst einmal solltest du damit etwas Holz sammeln. Ja, kommt noch. Nimm die Axt, geh zu einem Baum und fälle ihn. In Klammern, du musst die Aktionstaste gedrückt halten. Nun hacke den Stamm in Stücke und hebe diese mit F auf. Ah, vielleicht mit F, mit F, mit F? Ach, guckt mal an. Ihm ist immer noch ganz schön kalt. Blümchen kann man auch aufsammeln. Das ist, was sammle ich denn? Ach, Zuckerrüben sammle ich hier ein? Okay, gut. Ja, mal schauen, ne? Hier, erstmal geht es darum, erstmal ein bisschen was zu essen. Vielleicht ein Lagerfeuer oder einen kleinen Unterschlupf oder irgend sowas. Oh, guck mal an, hier ist Wasser. Das gab es zu meiner Zeit überhaupt gar nicht. Deswegen sei mir verziehen, wenn ich hier, ne? Ja. Keine Ahnung. Mich ein bisschen dämlich anstelle, weil... ich habe keinen Plan. Ehrlich nicht. Das ist schon so ultra lange her. So ultra lange her. Da weiß ich überhaupt gar nicht mehr Bescheid. Aber, ne, es heißt ja nicht umsonst Learning by Doing. So einfach ist das. Blümchen, Zuckerrüben. Ist dir denn immer noch kalt? Das gibt's doch gar nicht. Komm schon, das Gras von unten, das kitzelt dir am Bobo. Das ist doch schön warm hier. Das erzeugt nämlich Reibung, ne? Und dann Reibung macht Hitze. Das ist einfach so. Ja, wir werden trotzdem mal noch ein Stück laufen. Jede Menge Zuckerrüben einsammeln. Ein paar Blümchen. Ich kann mich erinnern, dass man, glaube ich, Blumen pflanzen konnte oder irgend sowas. Halt, da war noch eine Zuckerrübe. Gib mal. Danke. Also Hunger und Durst sieht man unten rechts in der Ecke. Ne?
Und da sieht man halt eben auch, ne, dass uns bitterst kalt ist. Das ist. Was? Ne? Kartoffeln. Ja, sehr geil. Hier ist noch eine Zuckerrübe. Zuckerrübe. Laufen wir jetzt in die richtige Richtung? Oh Gott. Warum ist denn so kalt? Das ist Baumwolle, wenn ich... Jawohl. Ich will jetzt keine Blümchen. Ich brauche jetzt mal was zu essen. Und ich glaube, wir sollten jetzt auch mal einen Baum fällen. Guck mal, das sind Tiere. Coole Sache. Hier, guck mal. Schafis. Hallo, Schafis. Gut, ich werde... Oh, was ist das da? Tomaten. Cool. Ich wollte doch Holz hacken. Komm, ich will Holz hacken. So. Mal Holz hacken. Ups. Okay, und dann müssen wir, glaube ich, hier noch drauf rumkloppen, oder? War das so? Und das nehme ich jetzt mit F auf. Das? Ist das auch was zum Nein, ist nicht. So, wartet mal. Jetzt haben wir gekriegt. Wir haben 3 Holz, wir haben 4 Tomaten, 12 Baumwolle. Was ist denn das hier? Ach, das sind die Zuckerrüben. Ach, hier haben wir noch mehr. Ach, die stecken sich nur auf 8. Ah, der kann ja eigentlich auch egal sein. Okay, aber wir müssen... Holze. Wir brauchen noch Holze. Mal gucken. Also hier kann man ganz tolle, viele Sachen machen, ne? Also das Crafting-System, das war damals schon mega cool. Man kann hier zum Beispiel auch eigene Bilder einfügen, wenn man Bilder an die Wand hängen will. Ach, hier sind die Setzlinge. Das habe ich, glaube ich, bei dem anderen Baum, den ich eben gefällt habe, schon voll verpasst. Aber... den wiederfinden? Och nö, komm. Und das finde ich echt total genial, dass man hier seine eigenen Grafiken einfügen kann. Ne? Ja, man muss mehrere Werkbänke bauen. Ja, das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ist das hier auch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Man kann in Minen gehen, man kann Bergbau betreiben, man kann Erze abbauen. Man kann sich Klamotten machen. Und halt eben super geile Sachen bauen, ne? Die dann tatsächlich auch richtig, richtig cool aussehen. Aber das, bis dahin ist noch ein langer Weg. Da werde ich wahrscheinlich noch oft hinfallen. Also gedanklich stolpern, sage ich jetzt mal. Bis ich das alles wieder auf der Reihe habe. Und bis ich, halt eben wieder das auf die Kette kriege, ne? Wie das hier alles funktioniert. Denn ich weiß es überhaupt nicht mehr. Ich würde gerne irgendwo, ich habe keinen Plan. Seht ihr, das hier ist zum Beispiel so eine Höhle. Die ist ultra tief, ne? Also das weiß ich auch noch. Das ist nach unten hin mega verschachtelt. Es ist unglaublich. Da würde ich jetzt noch nicht gerne reingehen wollen. Wie ist denn, kann ich auch Stein abbauen? Dem ist schon wieder kalt. Ich würde nämlich sagen, wir müssten nämlich mal... Genau, das sammelt er nämlich von alleine ein, genau. Tatsächlich ein Lagerfeuer machen, ne? Damit er mal einen warmen Bobo kriegt hier, echt. Und um alles andere kümmern wir uns, wenn wir... Warum ist dem kalt? Herrschaftszeiten. Da pfeift es bestimmt aus dem Loch, ne? Deswegen ist dem wieder kalt von unten. Wie bei der berühmten Szene mit Marilyn Monroe, wo die auf diesem Lüftungsschacht stehen und die kalte Luft von unten und das Kleid weht. Ja. Ich will da nicht reinfallen. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal, um ein Lagerfeuer zu machen. Ach nee, F. So.
Laufen wir denn? Also ich laufe, keine Ahnung, ne, ob ich schon wieder in die Richtung Kälte laufe, denn ne, man sieht das hier an dem Gras, denke ich mal. Das ist so irgendwie so ein bisschen so ein Abschluss. Ich muss aus der Kälte raus. Das hilft ja nur alles nichts. Das ist nichts. Das scheint nichts zu sein. Nee. Ja, hier waren wir schon. Hier haben wir einen Baum gefällt. Ne, auch hier heißt es wieder, ja, orientierungslos durch die Welt. So einfach ist das. Einmal im Kreis gedreht, dann bin ich schon wieder völlig, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, wo ich bin. Ja, das scheint hier irgendwie so Kältegebiet zu sein, ne? Hier wird es dann wohl auch wieder kalt, nehme ich mal an. Wenn er jetzt wieder anfängt zu frieren, dann wissen wir Bescheid. Ja, sage ich doch. Also raus hier in die Wärme. Ist auch im wirklichen Leben so. Ich mag die Kälte nicht, aber ja, wir gehen doch gleich. Aber hier sind so viele schöne Rübchen. Aber es darf auch nicht so heiß sein. Ne? So gemäßigte Temperaturen. 20 Grad reicht völlig. Reicht völlig aus, um zu existieren. So, hier ist eine Ziege. Mäh, mäh. Auch sogar zwei Ziegen. Mäh, mäh, mäh. Moin. Na? Wenn ich dich jetzt haue, kann ich dich hauen mit dem Hammer? Nee, ich kann dich nicht hauen mit dem Hammer. Ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht. Ich werde in solchen Spielen, wäre ich am liebsten immer nur Vegetarier. Bin ich ganz ehrlich. Ja, ich mag nicht unbedingt Tiere töten wollen müssen. Keine Ahnung. Aber das bleibt sicherlich nicht aus, dass ich das machen muss. Da soll noch ziehen. Hier gibt es auch noch andere Tiere. Also so viel steht fest. Ne? Bären gibt es hier noch. Hirsche gibt es hier, glaube ich. Aber ich will mich da jetzt absolut nicht festlegen. Füchse, weiß ich nicht, was es hier noch alles für Tiere gibt. Wir werden sehen. Wir werden mit dem Game wachsen. So heißt das so schön. Der hat keine Ausdauer mehr hier. Und was ich hier auch ganz cool finde, ist, hier sind Banditen implementiert. Ich habe das ausgestellt, dass die nur in der Nacht spawnen. Also spawnen die auch am Tag. Und ich muss dazu sagen, ich habe das Game auf friedlich gestellt. Ne? Weil ich erstmal. Hier, guck mal, hier wird schon wieder kalt. Also, was soll das? Ich muss mich erstmal hier zurechtfinden. Und deswegen schön auf friedlich gestellt, weil nämlich verschiedene Tiere, die greifen dann einen nämlich auch an. Ne? Und machen einen platt. Da hab ich keinen Bock drauf. Hab ich keinen Bock drauf. So. Da steht ein Kürbis in der Luft. Komm her, komm her. Jam, jam. So. Das ist ein Scheißgebiet. Das ist ein Scheißgebiet. Ich sag's euch. Ein Scheißgebiet. Hier ist ja überall nur Schnee. Also kalt. Okay. F. Hier. Und hier. So. Hottemäxchen. Da ist ein Hottemäxchen. Hiha! Hiha! Hi, hi! Na, du Schöner! Hier. Can I write you? Can I write you? Klar, also man kann hier auch Pferde reiten. Also das weiß ich auch. Aber. Long way bis dahin. Wo sitze ich denn eigentlich? Leute, ich sitze nur halb in der Kamera. Mann. Besser. Tüdelü. Schweine, guck mal. Oink-oinks. So, ein bisschen Holz.
Ja. F, so, so. Wasser? Ich werde jetzt nochmal hier den Berg hochlaufen und werde mal gucken, was dahinter ist. Und dann nochmal Wasser. Berg. Irgendwo, ich weiß nicht, ob es hier spezielle Gebiete gibt, wo man besonders gut bauen kann oder so. Aber das denke ich wohl nicht. Was ist, haben wir denn hier? Ein Kirschbaum. Das ist ja cool. Und wie kriege ich die Kirschen hier runter? Leck mich am Arsch, guck mal, wir haben Kirschen gepflückt. Cool. Und wenn ich den jetzt hacke, kriege ich davon aus Setzlinge und kann den dann mitnehmen und kann den anderweitig vervielfältigen. Okay. Warte, 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 gib her. So, warte, hier ist noch ein bisschen. Gab's hier. Oh, guckt mal hier. Setzlinge. Leck mich im Ärmel. Gibt's noch mehr? Oh, hier ist eine Melone. Melone. Gut, haben wir zumindest einen Setzling und können diesen Baum demnach wieder erschaffen. Irgendwo mal eine gerade Stelle, weil nämlich hier ist das Bauen eine ganz spezielle Sache. Ne, das ist nicht wie bei Minecraft hier Kästchen weggekloppt, hast du eine gerade Stelle. Das ist hier nicht gegeben. Ne, hier ist wirklich alles wie im Real Life, ne, alles krumm und schepp. Aber hier bleibe ich. Hier bleibe ich. Ich denke mal, hier bleibe ich jetzt erstmal. Erstmal hier so. Jo, ich denke mal, hier bleibe ich. Dann werde ich mal gucken, Crafting, da werde ich mal eine Feuerstelle herstellen. Oh, wir haben Ho. Nee, wir haben Durst. Wir haben Durst. Warte mal, kleiner Unterschlupf. Genau, ne, dafür brauche ich nämlich Stöcklers. Die Frage ist jetzt, das Crafting. Feuerstelle, Bratspieß. Ach genau, das kann man ja hier auch noch genau. Werkbänke. Werkbank wird verwendet, um Gegenstände und einige Objekte herzustellen. Brauchen wir 16 Holz? Wir haben doch Holz gehabt jetzt. Werkbank. Einfacher Schmelzofen. Werkbank. Das ist das Erste, was wir brauchen. Eine Werkbank. Aber wieso bitteschön haben wir denn jetzt kein Holz? Ach so, wir haben nicht genug Holz. Was? Warum zeigt er das denn dann so blöd an? Da, ne? Holz, halt her, haben wir nämlich null. Moment, oder brauchen wir? Nee. Was brauchen wir denn? Das ist doch Holz. Nee, das sind Baumstammstücke. Wie kriege ich ein Holz? Das sind Steine. Muss ich auch erstmal überlegen, wo ist denn eigentlich meine. Kannst du mir das mal lassen? Aber wie kriege ich denn das? Wie kriege ich das denn auf die Leiste, ne, dass ich das irgendwo hinstellen kann? Dann habe ich das Inventar auf, kann ich die Aktionsleiste nicht aufmachen. Ja, Leute, kommt erstmal in mein Alter. Ihr scheitert an den kleinsten Problemen. Echt. Das ist ja schlimm. So, warte mal. Tomate. Ich müsste nämlich mal was trinken und Tomate ist, soviel ich weiß, halt eben auch ein Flüssigkeitsspender. Wie war denn das?
Fliegen ist nicht erlaubt. Ja, sehr schön. Nee, das will ich auch alles nicht. Alles wieder aus. Das sind alles solche Sachen, die man nicht brauchen. Jetzt wird's Nacht, Senorita. Ja, ich mache gerade einen Lehrgang. Ich hab's gezockt, ich weiß es nicht mehr. So. Warte mal. Doppelklick, auch nicht. Das ist schön, dass man den drehen kann mit seinen blauen Haaren. Ausrüstung, Munition, Inventor, Crafting. Inventor, Inventar. Wenn ich nicht rauskriege, wie man das. Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja stockdunkel jetzt. Hilfe. Ja, das ist die Aktionsleiste, aber wie kriege ich denn den anderen Krempel da rein? Ich verdurste, wenn das jetzt so weitergeht. Leck mich, nö. Bist du denn doof? Du kannst doch das Zeug nicht. Zuckerrüben essen, wenn man schon richtig Durst hat, das ist nicht so eine gute Idee, oder? Aber das gibt Energie zurück. Ja, das gibt Energie zurück. Haben wir noch mehr Energie, die wir auffüllen? Keine Ahnung. Aber. Wartet, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ich müsste Tomaten. Ich müsste an die Tomaten rankommen. Ich habe keinen Plan, wie ich das mache. Ja, die kann ich dann umherzuppeln. Das ist alles wunderbar. Eine Schweigeminute für die Blödheit. Ich fass es ja nicht. Komm. Komm schon. Ist doch nicht euer Ernst. Oh je, das sieht man ja überhaupt nicht. Aber nun gut, das ist. Oh, ist das Gras hoch? Ich. Wie der manuelles Platz. Ja, hier, komm, platziere die Feuerstelle. Stell die einfach hier hin. Ich hab Feuer gemacht. Wie geil. So, und ich glaube, mit dieser Feuerstelle konnte man auch irgendwie interagieren. Irgendwie so. Aber das weiß ich jetzt nun auch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal genug zu essen, genug zu trinken. Unsere Health ist gut. Wir haben ein bisschen Licht. Wir können ja mal. Warte. Crafting. Nee, die Werkbänke nicht, das Allgemeine. Doch, wir müssen tatsächlich. Wartet. Wir müssen erstmal Werkzeuge. Ein Stock, ein Stein, aber nee, wir müssen erstmal Werkbänke machen. Werkbank wird verwendet, um Gegenstände und einige Objekte herzustellen. Also wir müssen tatsächlich jetzt erstmal noch ein bisschen Holz schreddern, nehme ich an. Die Axt lag auf der 1. Ja, komm, ist egal. Wir nehmen uns hier einfach mal so eine Birke vor. Da kommt ein Schwein um die Ecke. Ich glaube, es geht. Aua! Ich glaube, es geht los. Schwein! Habe ich mich jetzt erschrocken? So, wartet. Ich sehe. Alter, es ist so dunkel wie ein Bärenarsch hier. Irgendwo hier noch Setzlinge.
Ah, gut, okay. Auf gut Glück ins Gras geklickt. Die kann man, glaube ich, auch wegmachen, ne? War da nicht irgendwas? Weiß es nicht. Ich kloppe mal ein bisschen drauf rum. Ah, guck mal an. Halt, halt, halt! So, haben wir denn jetzt genügend Holz? Meh, 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 meh. Crafting. Werkzeuge. Können wir tatsächlich auch erstmal eine Steinaxt herstellen? Lichter. Brauchen wir Stöcke? Ja, das wird auch erstmal dauern, ne? Bis ich mich mit dem Crafting-System. Ah, jawohl, jetzt hier habe ich's doch. Holz. 4, 8, 12, 16. So, und jetzt können wir nämlich, glaube ich, auch eine Werkbank bauen. Hibi, da guckt, ne? So schwer ist es doch gar nicht. Auch für eine alte Frau wie mich nicht. Judy, so, jetzt haben wir Ditte. Dann muss ich das mal zumachen. So ein Quatsch. Hätte ich auch auflassen können. Die liegt auf der 4. Jupp. Hier. Krumm und schief. Ich würde sagen, wir stellen die direkt. So. Wir stellen die direkt so hier neben das Lagerfeuer. Ach komm schon. Hier so hin. So. Ne, ein bisschen Licht am Arbeitsplatz, das ist immer gut. Jetzt ist die Frage, wie benutze ich die? Das war auch immer so. Nee? Das ist das Allgemeine? Doch. Klar, wir haben ja jetzt schließlich hier Boote. Hier kann man Boote bauen. Das ist ja cool. Gerüste, Schilder, Leitern, Werkbänke, Hilfsmittel, verschiedenes Medizin, bla 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 bla. Rohstoffe haben wir hier Holz. Okay, wir brauchen dafür aber wieder Holz. So, ich mach mal 20 Holz. Und daraus mache ich mal 20 Stöcklers. So, und dann will ich mal gucken. Waffen. Ah, eine Keule. Ein Holzschwert. Ein Schwert. Ein Langschwert. Kleine Steinaxt. Morgenstern. Alles klar. Das ist bei mir morgens immer so. Da sehe ich immer Sterne. Ne, bevor ich dann auf allen Vieren zur Kaffeemaschine gekrabbelt bin. Unterm Spiegel vorbeikrieche, damit ich bloß keinen Schrecken krieg. Ja, so ist das bei mir. Kriegshammer. Alles klar. Ja, aber ich denke mal, ne, hier das, was hier unten ist, das ist alles sicherlich ein Holzschwert. Es richtet kaum Schaden an und ist eher für die Übung gedacht. Also diese anderen Sachen, die sind sicherlich erstmal für spätere Zeiten, denke ich mal. Schwert? Jo, Eisenbarren haben wir doch überhaupt noch gar nicht. Wie erlege ich denn Viechers? Kleiner Streitkolben. Hier brauchen wir Eisenbarren. Ne? Das heißt mit anderen Worten, wir müssen meh, 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 meh aus dem Inventar wieder rausgehen und dann in das Inventar reingehen. Und ich glaube, wir brauchen auch erstmal einen kleinen Schmelzofen, damit wir dann eventuell irgendwann mal uns in die Tiefe buddeln können und halt eben ja, Erze abbauen können. Ich weiß auch, hier gibt es eine Hölle. Ganz unten irgendwo. Also ist praktisch, ich kann es nur nochmal sagen, Minecraft für Erwachsene, ne? Nur halt eben eine Million Mal realistischer. Es ist einfach nur geil. Gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So viel Spaß wie mir, weil das ist eigentlich eine bekannte, fremde Welt für mich. Ich werde mich drin zurechtfinden und es wird schon alles gut gehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. Tschüss!